Frosty hat gesagt, glaube ich. Nee. Ich habe nur das festgehalten, was ihr jetzt, also das ist das, was hier oben, also hier steht Hier steht nichts, Horasia aber und du hast einen Prema. Punkt durchgestrichen. Der Mann im mittleren Gebäude wohnt, trinkt Pferdekar. Ja, das ist, also das steht da drin und das habt ihr hier auch schon eingetragen, deswegen kann das durchgestrichen werden. Wohnländer wohnt im Zelt, das haben wir auch. So, Oh, der nein, nein, Koscher nein. wohnt neben dem Stadthaus, das ist eine Information. Ihr wisst, dass der Koscher hier wohnt und das Stadthaus habt ihr eingetragen. Es kann natürlich auch auf der anderen Seite sein, aber neben der 1 gibt es nichts. Es muss also die 2 sein. Damit ist diese Information ist damit auch schon raus, die braucht ihr nicht mehr. Wir wissen auch, dass der Bauern in einem Zelt lebt. Diese Information haben wir auch bereits oben Die untergebracht. können wir nicht in diese Matrix hier eintragen, in die 1 Ja, und die können wir nicht 5 hier eintragen, richtig, aber die ist ja oben in der Genau, die haben wir Personenliste ja oben. Die haben wir ja oben eingetragen. festgehalten. Ja, Torvald hat ein Norburger Riesen. Das haben wir auch schon eingetragen. Richtig, Ihr ich kenne wisst das auch auch, aus. ihr wisst auch, Och, Raphim. ihr wisst auch, so, Pferdocker Feuer. Also derjenige, der in der 3 wohnt, der trinkt Pferdocker. Das heißt, der kann nicht Horasia sein, weil der Horasia trinkt das Prima Feuer. Das heißt, die 3 kann kein Horasia sein. Richtig, und jetzt kommt, dass ich nach Dings geäußert Der habe. Bornländer kann Ah, nicht pass der auf. Koscher Also, sein. ich hab. Also, die Villa ist links neben dem Holzhaus. Wir wissen, dass die 2 das Stadthaus ist. Das heißt, die Villa kann schon mal nicht die 1 sein. Wir wissen ebenfalls, dass sie nicht die 5 sein kann, denn rechts von der 5 gibt es nichts. Also muss sie die 3 oder die 4 sein. Wir wissen aber auch, dass der Besitzer der Villa Bosparanja trinkt. Da der Besitzer des mittleren Hauses Ferdocker trinkt, muss die Villa entsprechend auf dem 4. Platz stehen. Ah, danke. Jetzt geht's voran. Wir machen jetzt nämlich auch sowas wie Ausschlussverfahren. Soll nochmal da sagen, mein Studium hätte Und sich dann nicht ist dann gelohnt. 5 das Holzhaus. Und richtig, da ist die 5 dann auf jeden Fall das Holzhaus. Warte Dann kurz. ordne die doch mal eben hier oben zu, das. Bin gerade schon dran. Da haben wir die Villa, danke. Ja, wenn man herausfindet, wie es geht, dann macht's Spaß. Und in 4 ist dann auch der Ja, brechend. Bosporanja. Richtig, habe ich eingetragen. Bosporanja, schreib nochmal rechts von der Villa das Holzhaus dann hin. So, und dann, wir wissen, der Bornländer wohnt im Zelt. Da der Bornländer nicht der Koscher ist, muss das Zelt in der Mitte sein. Ja, und da ist dann auch Und entsprechend wohnt der Bornländer dann auch der in der Mitte. Bornländer. Und der Bornländer mag Pferdocke. Holzhaus auseinandergeschrieben, auch kein Hals. So, der Bornländer mag entsprechend Pferdocker. So, Und welches war das streich letzte Haus, durch, was das ihr nicht mehr Langhaus, nicht wahr? braucht. Genau. Ja, Horasia trinkt Prima Feuer, haben wir eingetragen. Sitzt der Villa trinkt aus Paranja. Weg. Die In Villa der Villa steht steht links das neben Langhaus. Holzhaus, haben wir gelöst. Was haben wir noch hier unten? Was für ein Haus haben wir denn noch übrig? Weil da ist ja noch ein Haus Das übrig, Langhaus wenigstens. ist in 1 drin und da ist noch Datteln. Das ist richtig, das Langhaus muss entsprechend in die 1. Schreib du mal das Langhaus auf, ich mach die Datteln. Ja, fuck, das war gemalt. Datteln. So, jetzt können wir aber. Der Mann, der einen Und Aranier der hält, wohnt Aranier nämlich ist im neben dem. zweiten. Wohnt nämlich neben dem, der in Datteln ist. Und der muss entsprechend. Ja, siehst du, jetzt geht's Jetzt voran. mache ich, jetzt machen wir gleich einen winzigen Fehler und die ganze Matrix ist im Arsch. Man muss hoffen. Du solltest den Aranier auch auf das richtige Der Feld Aranier ist kein ziehen. Essen. Doch der Mann, der einen Aranier hält. Es geht hier nicht um den Aranier, den Menschen, es geht um den Aranier, den Hund. Ist schon richtig. Oh, Ja, aber das ist der trotzdem das falsche Dattel, Feld. also, ja, ich wollte gerade sagen, also bitte nicht Der in das Mann, der einen Dattelfeld ziehen. Aranier ist. Wir sind jetzt Maraskana. Hier, warte, dann können wir das auch streichen. Rote Farbe, raus damit. Okay, der Besitzer des Langhauses ist Datteln, können wir auch streichen. Ja, ich mach das. Okay, hast du schon. Kandiertes Obst, okay, den haben wir noch nicht. Der Thudamide ist Kartoffelsuppe, das haben wir auch noch nicht raus. So ein Räucherfisch ist hält einen rein. Nee. Wo ist unser Pfeil des Lichts? Eingepennt. Jetzt. Kandiertes Obst muss entweder 2 oder 5 sein. Ah, warum? Weil kandiertes Obst mit Reiswein kombiniert ist und wir schon Datteln, Pferdocker, Bosparanja haben. 2 oder 5. Ah, pass auf, aber der Pilzpfannenliebhaber hat einen Nachbarn, der Meskinnis trinkt. Wenn er auf der 5 säße, hätte er keinen Nachbarn, der Meskinnis trinkt, also muss er auf der 2. 2. Warte. Ja, doch, muss auf der 2 sein, denn wir wissen ja, was der Stimmt, Koscher und ist. dann ist der Koscher Magnus Kines. Sag mal den Meskinnis beim Koscher ein. Was ist Meskinnis eigentlich? Und dann die Ist das Milch oder Pilzpfannen bei Honig? der 2. Der Meskinnis ist bornländischer Schnaps. Honigschnaps. Honigschnaps, genau. Und dann ist, wie war das? Warte, ich streiche jetzt Kandiertes mal den Obst und Pilzpfannen. Reiswein auf der 5. Warte, der Pilzpfannenliebhaber wohnt neben dem, der. Okay, das können wir noch nicht zuordnen. Hä, wir hatten den doch gerade auf die 2 gesetzt. Reiswein und kandiertes Obst.
Nein, die müssen auf der 5 sein. Weißwein können sie das Obst. Weil das einzige ist, was frei ist. Geh doch einfach hin und sag, okay, die Pilzpfanne kommt auf die 2. Warum? Welche Indizien haben wir dafür? Moment, richtig. Geh mal einen Schritt zurück. Ich glaube, ich habe mich vertan. Der Mann, der einer... Nee, das war eins zuvor. Also Pilzpfanne wird zweimal erwähnt, wohnt neben dem, der einen Esel hat und wohnt neben dem, der Meskines hat. Der Pilzpfannennachbar hat einen Nachbarn, der Meskines trinkt. Das heißt, er kann nicht auf der 5 liegen, denn auf der 5 hat er einen Nachbarn, der Bosbaranja trinkt. Auf der 3 wissen wir, wird Ferdocker getrunken. Und auf der 1 wissen wir, werden Datteln gegessen. Entsprechend muss die Pilzpfanne in der 2 gegessen werden. Und da einen Nachbarn hat, der Meskines trinkt und der Ferdocker auf der 3 schon belegt ist, muss der Meskines auf der 1 liegen. Wobei auch der mit dem Bosbaranja die Pilzpfanne lieben kann. Nein, denn der die Pilzpfanne liebt, hat einen Nachbarn, der... Scheiße. Ja. Okay, zurück. Pilzpfanne raus, Meskines raus. Ich hasse Rätsel. Komm, das ist lustig. Eine Stunde habt ihr noch, dann muss ich weg. Es sah nicht schaffen, akzeptiere ich, dass wir die Scheiße aus der Boxen haben. Wir sind doch schon halb durch. Person, die Räucherfisch ist, hält ein Raya-Geweih. Raya-Tänzer. Ich sag hier Raya-Geweih. Der Esel muss in der 4 oder 5 liegen. Ja, das bringt uns nicht weiter. Können wir irgendwie drauf kommen, wo der Torwaller wohnt? Das würde viel helfen. Glaube ich nicht. Also mit der Ptolemide ist Kartoffelsuppe, das kann man auch schon mal rausstreichen. So. Das heißt aber, die Kartoffelsuppe wird nicht in der... Nehmen wir ja, wo konnte die Pilzpfanne noch gleich sein? In der 205, ja? Ja. Nee. Eine Kaffeepilzpfanne kann in der 2 oder der 4 sein. Redet ihr kandiertes Obst und Reiswein 2 oder 5? Warum kandiertes Obst und Reiswein 2 oder 5? Weil diese Kombinationen die einzigen sind, die noch frei sind, essen und trinken. Okay, dann konzentrieren wir uns jetzt auf das Haustier. Pilzpfanne wohnt neben dem Esel und neben dem Meskines. Pilzpfanne wohnt neben dem Esel und neben dem Meskines. Das wären immer noch 2 oder 5. Vielleicht müssen wir auch etwas austesten. Vielleicht müssen wir einfach mal eine Sache setzen und dann gucken, ob die andere Sache sich dadurch ausschließt, weil sie dann nicht mehr geht. Ja, aber ich will irgendwann mal setzen und hinterher nicht mehr wissen, was wir gesetzt haben. Wir können die Sachen, die wir setzen wollen, doch auch markieren. Ja. Mach da einfach mal ein Ausrufezeichen hinter und setz jetzt die Pilzpfanne auf die 2. Kann man farbig machen? Okay, ja. Nice. Dann machen wir die Pilzpfanne auch einfärben. Ja, habe ich schon. So, die Pilzpfanne, dann sitzt der Meskines entsprechend auf der 1. Und dann muss das kandierte Obst auf der 5 liegen, zusammen mit dem Reiswein. Obst. Ich mach schon mal das Obst, mach du mal den Wein. Die Papakaneten-Obelis trinkt gerne Reiswein, ja genau. Wo soll der Reiswein? Über das Obst. Okay, haben wir das jetzt erstmal übergangsweise gelöst? Das übergangsweise. So, der Mann, der an der Aranie hält, wohnt... Okay, ja, das haben wir schon. Der Pilz ist auf den Aranie gekommen. Also der Pilzpfann-Typ wohnt neben dem Esel. Das heißt, entweder die 1 oder die 3 hätte dann nach unserem Beispiel einen Esel verdient, aber das ist noch nicht klar, wer. Der Räucherfisch? Ach, wir haben den Räucherfisch noch nicht zugehört. Nein, wo ist die Kartoffelsuppe? Ja, die ist beim Ptolemäen, aber wir konnten noch nicht aus... vielleicht können wir jetzt feststellen, wo der Ptolemäen ist. Warte, doch, es gibt noch... Bei unserer jetzigen Setzung gibt es noch 2 Felder, aber wir wissen, in der Mitte wohnt der Bornländer, also muss der Ptolemäen dann zusammen mit seiner Suppe auf der 4 sein. Ich werde das trotzdem machen. Ja, die andere Möglichkeit ist, dass er auf der 2 sitzt. Auf der 2 ist die Pilzpfanne und auf der 5 ist das kandierte Obst. Richtig, also gleich werden... Oh, ich habe das jetzt schon gefährt. Ja gut, egal. Achso, ich dachte... Nee, ich mache hier jetzt einfach die... Was ist der? Die Kartoffelsuppe. Ich hatte extra die Kartoffelsuppe.
Pilzpfannenpieper war dein Nachbarn, der Mesk. Nach der Rechnung muss dann der Horasi auf der 2 wohnen, weil der auch das einzige Getränk, was noch frei ist, das Prima Feuer ist. Horasi und ja. Prima Feuer. Färbst du das Prima Feuer ein? Ja. Ich färb den Horasi ein. Und der Tor war da auf der 5 und der hat dann diesen Hund, den Norbader Riesen. Genau. Norburger, aber gut. Ja, ist doch wurscht. Hier ist der Norburger Riese. So. Und dann haben wir Räucherfisch und Reihertänzer noch in der Mitte bei dem Bornländer. Ja, der Räucherfisch muss jetzt ja vom Bornländer gegessen werden. Weil das der einzige Sinn noch frei ist, ja? Ja, richtig. Und der hält sich dann an den Esel und dann hat der Thulamide im Prinzip, ja, der Thulamide hat den Seehund. Thulamide hat den Seehund. Wenn wir das jetzt sagen und die Lösung falsch ist, geht dann die Box in Flammen auf? Will ich ganz stark hoffen. Wir sollten die draußen öffnen. Wir sollten uns eher sicher sein. Also, so funktioniert es. Ich nehme nicht an, dass es auf 2 Wege funktionieren würde. Okay. Kopier das Ganze. Merken wir uns das mal. Ne, wir müssen das gar nicht kopieren. Wir lassen die jetzt in Rot hier stehen und den nächsten Satz machen wir dann einfach in Blau. Oder so. So, wir machen das jetzt nochmal. Aber diesmal setzen wir den Pilzpannenesser. Ne, ihr könnt doch einfach mal überprüfen, ob alle Aussagen richtig sind. Nimmt mal jetzt die roten Striche wieder komplett raus. Und jetzt überprüft ihr, ob jeder Satz stimmt. Okay. Also, der Bornländer wurde dann zählt. Check. Der Torwaller hält sich an Norburger Riesen. Check. Der Horasier trinkt gern Prima Feuer. Check. Stimmt nach unserdings auch. Der Besitzer der Villa trinkt Bosparania. Haben wir. Der Mann im mittleren Gebäude trinkt Verdocker. Haben wir. Sorry, ich habe den Räucherfisch übersprungen. Die Person, die Räucherfisch ist, hält einen Raya-Tänzer. Ja. Warte, ich trage den Räucherfisch trotzdem mal rot an. Also, der Vollständigkeit halber. Der Besitzer des Langhauses ist Datteln. Haben wir. So. Der Koscher wohnt im ersten Haus. Next, haben wir. Pilzpfannenliebhaber wohnt neben dem, der einen Esel hält. Also die Pilzpfanne, die Esel hat der Koscher. Ich schreibe das auch nochmal auf. Aha. So, der Mann, der einen Aranier hält, wohnt neben dem, der Datteln ist. Das passt. Mhm. Der Liebhaber des randierten Obens trinkt gerne Reiswein. Passt auch. Mhm. Der Koscher wohnt neben dem Stadthaus. Passt auch. Der Thulamide isst Kartoffelsuppe. Passt auch. Mhm. Der Pilz von Liebhaber hat einen Nachbarn, der Meskines trinkt. Mhm. Passt alles. Ja, der Thulamide hat den Seehund. Es klickt. Wenn ihr das Kästchen öffnet, könnt ihr darin sehen, verschiedene Tagebücher herausgerissen. Mit einer Handschrift, die der gleicht, die auch oben befestigt war auf diesem Zettel. Und eine Glasröhre verkorkt mit mehreren Haaren darin. Sind das? Graue Haarsträhnen. Es wird wohl Haupt, Augenbrauen und auch Barthaar sein. Könnt ihr von den verschiedenen Dicken und auch Längen zuordnen. Ich nehme einfach mal das Zettelchen und fange zu lesen. Also den ersten. G hat Verhältnis mit A, P begonnen. Einfluss von G schwindet und Auftauchen von N. N hat laut Beobachtung von Agent Löwe den Kreis der zerstört. Beschwörung vermutlich. Zant nicht unter Kontrolle von G, Gespräch mit N suchen. Absatz. Hafax hat G befreit. Abschiebung nach Maraskan vorbereiten. Absatz. Okerzug aufhalten, Priorität. Absatz. G in Brabag aufgetaucht bei Polbera. Ende. Was von Nimrod sein? Und dann nehme ich an, die Haare sind. Und ihr wisst schon wem. Von Galotta. Von Galotta. Jetzt müssen wir ihn nur dazu trinken, ein Körpergift einzunehmen. Wenn wir die Haare haben, lässt sich eine Variante des Giftes entwickeln, die wir sicherlich per Pfeil anbringen können. Nun, aber zuerst mal müssten wir auch an ihn rankommen. Dafür ja der Pfeil. Ich glaube, er wird wahrscheinlich einfach wieder eine Illusion zeigen. Und ich denke, es ist besser, das Gift zu haben, als es nicht zu haben. Das ist bestimmt richtig. Muss das Gift dann ihn rein oder genügt es, wenn er es anfassen würde? Ich glaube, er muss es einnehmen. Es war ja, also in dem letzten
Dokument stand ja, dass es ihm ins Essen gemischt wurde. Aber mir, ihr Sohn, ihr beide versteht doch etwas von Alchemie. Kann man ein Gift auch in der Luft übertragen? Es gibt Atemgifte, ja. Könnte man daraus ein Atemgift machen? Nein. Ich bin nicht wirklich in der Giftherstellung bewandert. Da müsste man einen Experten fragen, ob es mit dieser speziellen Art Gift möglich ist. Es schmerzt mich, dies zu sagen, aber wir kennen sogar den anerkannten Experten für dieses spezielle Gift. Ja, das ist richtig. Aber braut der nicht gerade Waffenbalsam? Und dann werden wir ihn wohl von seinen Zwecken abziehen müssen. Was ist, wenn wir das Gift in winzigen Seifenblasen einsperren und dann per Luft in seinen Mund bringen? Wie wollt ihr die Seifenblasen steuern? Habt ihr zu viel Tarf gesoffen? Ein Hübschen? Das ist ein... Immer noch die Antwort auf das, was ich schon vorher gesagt habe. Wir könnten uns aber auch eine absolute Notfalltaktik überlegen. Also keine Taktik, die wir als Haupttaktik verfolgen, sondern nur als eine, sagen wir, schlechte und wenig wahrscheinliche mögliche Ausgangstaktik haben. Wenn wir auf Galottas Schirm erscheinen würden, weil wir diejenigen sind, die ihn stören, könnte es sein, wenn wir am Ende verlieren sollten, dass wir ihn dadurch zu Fall bringen könnten, dass wir ein Abzeichen tragen. Das Abzeichen müsste so präpariert sein, dass es man sozusagen irgendwo an der Schulter irgendwo trägt, wie so eine Art Orden oder so. Das muss das Zeichen am besten der Stadt Gareth und des Kaiserhauses hier sein, also sprich das, worauf er dann den meisten Hass hat. Und das Abzeichen muss so sein, dass es sozusagen, wenn man es abreißen wollte, wenn man es ja auch dann hinten drum anpacken muss, hinten kleine Stacheln hat, die mit dem Gift getränkt sind. Das ist also unglaublich verschlagen. Das wäre nur dann wichtig, also wenn wir das Gift anpacken, ist das egal. Wenn andere Leute das Gift anpacken, egal. Aber falls wir am Ende in Gefangenschaft geraten und er seinen Hass gegen uns richtet, dann dieses Abzeichen sieht und es einfach nur aus Boshaftigkeit oder Arroganz oder Wut über dieses Zeichen abreißen wollen würde, würde er sich daran stechen. Zum Thema Arroganz. Galotta brüstet sich doch damit, immun gegen jegliches Gift zu sein. Habe ich noch nie gehört, aber durchaus möglich. Warum? Habe ich auch noch nicht gehört. Das sagte doch der, wie hieß er noch gleich, in Jolgromag. Sag mir nichts. Wir müssen auch erstmal herausfinden, wie viel von diesem Gift er zu sich nehmen muss. Sind das minimalste Mengen oder ist das eine Flasche? Das stellt ja ganz große Probleme in der Anwendung dar. Wenn es ihm ins Essen gemischt wurde, kann es ja sein, dass das ein ganzes Glas war. Vielleicht hilft es ja auch gar nicht mit diesen Stacheln hinten dran, weil das gar nicht so. Vielleicht muss er das irgendwie trinken. Und das ist kein Waffengift. Vielleicht geht das auch kaputt an der Luft oder so. Was weiß ich denn? Auf zum Zirkel der Wissenschaften, meinte ich mal. Was wollt ihr denn da? Der Typ ist doch Waffenbalsam braun. Auf Zirkel der Wissenschaften, dachte ich. Sie werden ihn wohl kaum in die Labors unter der Schwert und Stab lassen. Zuletzt sah ich ihn im Zirkel der Wissenschaften, genau. Ach so. Zuletzt sah ihr ihn. Als würde die da rein und rausgehen. Sie wird überrascht. Nun, auf. Ach, es hilft nichts. Ich hätte ihn noch ein paar reine Furten zu den Neoniten stecken sollen. Brahe war ein reine Furten? Nicht eher, aber mir. So. Halt. Nun. Ach, vergessen wir es. Gehen wir einfach. Ja, zu wem möchtet ihr jetzt, beziehungsweise anders, wohin wollt ihr? Zirkel der Wissenschaften, denke ich. Zu Tyros Prahe. Mhm. Gut. Ich meine, ja, er wird mich nicht mögen, aber... Wenn ihr vor dem Zirkel der freien Wissenschaften steht, dann wird Jalan auffallen, dass der normalerweise Bandstrahler, der hier steht und vor den Ketzereien warnt, nicht anwesend ist. Sollte natürlich klar sein, aktuell hat man wichtigere Dinge zu tun, als vor dem Zirkel waren. Ob er einfach gerade in der Stadt des Lichts ist oder ob er tot auf dem Mythraelsfeld liegt, ist eine andere Sache. Aber er ist nicht da. Ja, wenn ihr den Zirkel betretet, wollt ihr ihn danach fragen, wo er sich gerade aufhält? Ja, sicher. Ja, er ist nicht anwesend. Er hat sich wohl vor
Ja, heute Morgen ist er wohl aufgebrochen und sagte irgendwas von Waffenbalsam brauen. Wo wird denn der Waffenbalsam gebraut? Wenn ihr dann zugehört habt, wissen sie es. Ich frage das den Mann, der uns gerade gesagt hat, dass der Mann los ist. Wo wird denn Verzeihung, das weiß ich nicht. Er sagte irgendwas von Waffenbalsam brauen und rannte dann raus mit seiner Schürze und ein paar Reagenzgläschen. Ich weiß nicht, er hat sich nicht abgemeldet, wohin er gegangen ist. Und das war doch ein... Wer sagte, dass sich aufmachen muss, um den Alchemisten um Waffenbalsam zu bitten? Weil ein gewisser Anführer einer ganz gewissen Organisation, deren Mitglied ihr seid. Genau jener. Stopp, OT-Frage. Ich dachte, es war Melvin, der gesagt hat, wir müssen mit Waffenbalsam bauen. Hat er mich verhört? Ja, aber Rondrigan möchte das umsetzen. Okay, dann haben wir. Rondrigan ist mitten in der Besprechung aufgestanden, komplett verwirrt und sagte, er macht das jetzt. Und wo hat die KGA denn Labors? Wahrscheinlich in der Zentralregistratur, oder? Jemand in der verschlossenen Zentralregistratur, in die ihr nicht, ich mache immer so Anführungszeichen in der Luft, einbrechen wolltet. Tatsächlich hat er uns sogar gesagt, wo er das machen will. Ich weiß noch nicht mehr wo. Sehr hilfreich. Wir fragen einfach nach in der Zentralregistratur. In der Leer stehen. Gehen wir einfach hin, schauen nach. Und ansonsten fragen wir den Priorstempel, ansonsten fragen wir in der Schwert und Stab und in der magischen Rüstung und... Auch warum ich im Priorstempel... Habe ich Priorstempel gesagt? Ich meine Sinnetempel. Ja, gebt mir einfach mal eine Gassenwissenprobe, ich erschwere sie euch um 10. Ja, viel Spaß immer, ich komme da mit der 22 nicht rum. Achso, ich wollte jetzt eigentlich euch hinterherlaufen. Ihr wollt doch jetzt alle möglichen Leute fragen, immer hinterher. Vielleicht kann ich mich ja doch noch dran erinnern, mit meinem guten Gedächtnis. Ja, hast du gutes Gedächtnis? Mhm. Er sagte, dass er das an Nadesheim brauen möchte, weil da der Fluss fließt und da haben sie genug Wasser. Machen wir das kurz. Danke. Aber mir hat es sogar geschafft. Ja. Mir fehlen ja nur 46 Punkte. Krasser Wurf von Abel mir. Der kann. Wer hat, der hat. Du hast das Mittlerpotenzial verschenkt in dir. Ja, als Geheimagent, als doppelter Geheimagent. Mit ja, bald dreifacher, wenn es so weitergeht. Ihr wisst, dass sie sich wohl irgendwo am Effertempel treffen wollten und da am Effertempel brauen wollen. Aber mir kann das mitbekommen und Isarun fällt es wieder ein. Und dann? Auf zum Effertempel. Auf nach Nadesheim. Ja, wenn ihr euch dort zur Kirche des Effert begebt, dann könnt ihr sehen, wie hier der kleine Fluss denn doch entlang fließt und dahinter, hinter dem Effert-Tempel, dann ein großer Kessel aufgebaut ist. Jalan bekommt gerade mit seiner Übermüdung und dem kein Schlaf Flashbacks und du erinnerst dich an den großen Kessel mit der riesigen Wolke daraus, greifst kurz an dein Schwert und dann fällt dir auf, dass du gerade nicht auf dem Mythraelsfeld stehst, sondern in Gareth. Davor stehen mehrere Alchemisten, die Dinge dort hineintun. Rondrigan Padigan könnt ihr erkennen, Tyros Prahl und auch Grunhild Svafnirdottir, die jetzt da ja mit beistehen und dann jeder auf seine eigene Art und Weise dann brauen. Euer Eminenz. Ja. Wir sind gerade dabei. Vielleicht können wir danach noch ein bisschen Mengbeller Feuer oder so etwas herstellen. Raketen oder Funkspiralen oder so etwas. Ich blühe gerade auf unter der Anführung von Tyros Prahl. Er ist ein unglaublich guter... wir haben hier einen Zinnkessel aufgebaut und ganz viele alchemistische Allegorien. Wir brauchen ein heißes Feuer. Habt ihr vielleicht Bärenfett oder so etwas dabei? Er klopfte mal so ein bisschen gegen ein paar Schläuche und könnt sehen, wie da wohl irgendwelche dickflüssigen Tropfen entlang rinnen. Ein paar Silbertaler brauchen wir noch hier und dann etwas Vitriol. Mir war gar nicht bewusst, dass euer Eminenz ein Fable für die Alchemie hat. Ja, du kannst neben ihm auf dem Tisch sehen, wie da wohl goldene Greifenfedern liegen, die er jetzt gerade nimmt und in diesen Kessel reinfeuert. Waffenbalsam. Wunderweise Waffenbalsam. Es fehlen noch ein paar Zutoten, horischen Kerne und... Padigan! Er sieht dich an. Könnt ihr mir Schuppen von einem Höhlendracht besorgen?
Hört mir zu. Wir müssen uns unter vier Augen unter acht Augen unterhalten mit euch und dem Magister Prahl. Wir brauchen Schuppen es von einem Höhlendrachen. Ja, ich komme. Verzeiht mir, Grunhild, könnt ihr hier einmal bitte rühren? Immer rühren, immer rühren, immer rühren. Also ähnlich wie du, du kannst sehen, dass Rondrigan total, ja, er ist einfach nicht greifbar. Das liegt vielleicht gar nicht so daran, dass er keinen Schlaf hat, aber dass er einfach, er hat diesen Kampf einfach nicht überwunden. Ich ziehe ihn dann ganz sanft in die Seite. Ah, der Bannstrahler. Ja. Thürospral streicht sich einmal durch seinen Schnauzbart. Wie können wir euch helfen? Ich glaube, mit dem guten Markgrafen können wir gerade wenig anfangen. Machen wir es kurz, wir haben die Haare. Ja, das ist schön. Wir sollten an einem privateren Ort sprechen. Ja, dann gehen wir doch am besten in den Effa-Tempel. Hervorragende Idee. Gerne, lasst uns gehen. Ja, so könnt ihr dann in den blau erleuchteten Effa-Tempel eintreten und dort gemeinsam mit Thürospral reden. Ihr habt die Haare, sagt ihr? Tat. Das heißt, ihr möchtet, dass ich das zweite Gift herstelle, ja? Erst einmal wüssten wir gerne, ob es möglich ist. Verzeiht, Magistra wollt ihr nicht. Selbstverständlich. Wir haben uns gefragt, ob es alternative Applikationsmöglichkeiten geben könnte. Wir denken kaum, dass er freiwillig etwas zu sich nehmen würde, was wir mitbringen. Ja. Vielleicht eine Art Attrappe einer, ich weiß nicht, eines magischen Artefaktes oder so? Kann man daraus ein Atemgift machen? Ein Atemgift? Wohl nicht. Ein Atemgift? Nein, ich glaube nicht. Nein. Wie ich bereits sagte, die zweite Komponente sollte wohl laut meinen Spezifikationen trotz des Paktes weiterhin wirken. Das sollte ihn nicht beeinflussen, aber so... ich bin mir nicht sicher, ob er es irgendwie einnehmen wird und ob man das als Waffengift auftragen kann. Ich glaube sowieso nicht, dass ihr mit Waffen dann zu ihm vorgelassen werdet, wenn ihr sowieso in seine Nähe kommt, aber... Kann man wohl... Verzeiht, kann man ein solches Gift mittels irgendeiner Art von Magie neutralisieren? Also dieses Zwei-Komponenten-Gift? Nein, das ist profan, mal davon abgesehen, dass es dann magische Haare sind, aber die Herstellung ist profan und sie kann dann auch wohl nicht neutralisiert werden durch den Clarum Purum oder so etwas. Ich bin zwar selber kein Magier, aber mir wurde dies zugesichert, denn das ist ja die Kunst. Dass es ein Gift ist, das nur über die beiden Komponenten wirkt und sonst neutral zu sich genommen werden kann, keine Giftwirkung hat. Ist es eigentlich ein alchemistisches Gift im Endeffekt? Es ist kein Gift in dem Sinne. Na gut. Dann könnte es bedeuten, dass Mialotta denkt, er könne es in Magie neutralisieren. Dafür muss er es trotzdem zu sich nehmen. Er brummt der Kopf. Es erscheint auch sehr weit hergeholt, dass er so etwas freiwillig zu sich nehmen würde. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ihr dieses Gift tatsächlich brauchen könnt. So paranoid, wie er sein soll. Thürospral zuckt mit der Schulter. Die Idee ist, wie gesagt, gut und sehr ausgereift. Auch wenn sie von Nemrod kommt, beziehungsweise von mir, und Nemrod hat sie weitergesponnen, paranoid, wie er auch ist. Sie sind beide unglaublich paranoid, aber... Ja... Wenn es wie ein Waffengift verabreicht bekommen würde, würde das auch reichen? Oder muss es unbedingt zu sich nehmen, Nahrungsmittel oder so? Es sollte es, damit wir sicher gehen können, zu sich nehmen, ja. Ingestion, nicht durch irgendwelche Wundinfektionen. Daher schließe ich auch eine Inhalation aus. Würde es funktionieren über die Aufnahme über die Zunge? Das ist eine Ingestion. Also wenn er eine Person küssen würde oder ihre Haut ablecken würde,
Das funktionieren? Er schüttelt sich. Oder nein? Wenn dieses Gift auf den Lippen übertragen wird, ja, das würde funktionieren. Ich wollte jedoch nun endgültig, dass Kiaras ihn verführt. Nun, ich dachte eher, mir fiel etwas ein. Ihr wisst doch, dass ich bei diesen Schwarzmagiern war. Und mir wird nicht gefallen, was ihr jetzt sagt. Bitte sagt mir einfach, dass ihr wollt, dass ich ihn küsse. Ansonsten kann das nur schlimmer werden. Einer dieser Schwarzmagier deutete an, ich sollte etwa mal die Kaiserin Witwe fragen über Galotta. Redet ihr von Zornbrecht? Mit dem habe ich auch schon gesprochen. Er kam vor ein paar Tagen auf mich zu und sagte, dass ihr auch zu mir kommen werdet und wegen dem Gift fragt. Was? Ja, er kam vor ein paar Tagen auf mich zu. Da wart ihr wohl, glaube ich, noch nicht in der Stadt, sondern er sagte irgendwas von Dapazien oder so. Und kam zu mir und sagte, dass ihr demnächst bei mir auftauchen werdet. Er sagte nicht wann und wo, aber dass ihr kommt und wegen diesem Gift fragt. Deswegen bin ich auch nicht verwundert, dass ihr die Haare habt. Ich packe Abel mir beim Ärmel und schüttel ihn mal. Was habt ihr denn alles erzählt? Ich habe ihm gar nichts erzählt. Er scheint eine Art, nun ja, ich will es nicht Prophezeiung nennen, aber eine hellseherische Gabe scheint er zu setzen. Naja, er ist Magister Magnus. In der Hellsichtsmagie, auch das sollte euch nicht verwundern. Kollege Plappermaul. Ich habe ihm nichts erzählt, seid versichert. Mit wem habt ihr noch gesprochen? Nun, es war eine Reihe von, nun ja, schwarzmagischen, bekannten Figuren. Die Spektralität von Mirham, Al-Anfa, Volberra. Ja. Würde ich hauen, wenn ich so müde wäre. Richtig. Der aus Mirham war auch dabei. Er sagte irgendwas von einer siebengehörnten Krone und das ist. Deswegen vermute ich auch, dass das Gift vielleicht nicht funktionieren. Egal, versucht das entweder mit dem Kuss oder redet noch einmal mit Savertin. Er sagte irgendwas von einer Krone und von dem Splitter und er weiß wohl, glaube ich, auch noch etwas mehr. Das werden wir dann tun. Also, die beste Möglichkeit wird immer noch sein, ihm eine geweihte Waffe in den Rachen zu rammen. Ihr werdet, da hat Herr Lut und Magister Pra ganz recht, nicht auf Waffen an ihn herankommen. Wer sagt, dass das freiwillig aus seiner Basis passiert? Das habe ich. Kommen wir zum springenden Punkt. Macht das Gift. Es zu haben ist besser als es nicht zu haben, schätze ich. Ja, dann sollten wir noch klären, ob wir das abholen lassen oder ob wir das nur persönlich abholen kommen, einer von uns. Dass das Gift auf keinen Fall an jemand anderes rausgegeben. Das ist mir gleich. Also ich kann das herstellen, das dauert 2 Tage. Und dann sollte es euch in Zirkel der freien Wissenschaften zur Verfügung stehen, ob ich es euch bringen lasse oder ihr es abholt oder wie auch immer. Aber wenn ich mit diesen Haaren kann ich was anfangen. Wenn ich herausfinde, dass auch nur ein Tropfen davon seinen Weg in die Schwarze Gilde gefunden hat, werde ich kommen und euch ja noch ein eigenes Schnürriemen aufknüpfen. Ihr, Bandstrahler, solltet euch lieber Gedanken machen, welchen Turm ihr für mich freiräumt, wenn das Ganze überstanden ist. Denn ich erwarte einen Turm in der Innenstadt. Das ist, wenn wir das Ding alles hier wirklich überstehen, wird sicherlich irgendwo ein Haus für euch frei. Davon gehe ich aus. Schauen wir mal, ob ihr danach noch hier leben wollt. Ja, damit nickt ihr euch zu, nimmt diese kleine Ampulle, dieses Gläschen und geht in Richtung Süden. Ich hau da mal Pauling an. Euer Eminenz.
Ja, Schuppen von einem Höhlendrachen und Bärenfett. Wir müssen Bären jagen gehen. Am besten stellt eine führunggefällige Jagdgesellschaft zusammen und geht in ein paar große, am besten in den Reichsforst. Da gibt es noch ein paar große Bären. Geht da hin und ich fürchte, Bären haben derweil nicht Saison. Magister Brahe wird bisweilen anderweitig beschäftigt sein. Vertraue darauf, dass eure Befähigung euch hier schon alleine trägt. Habt ihr ein Schlafmittel? Ja, ich habe auch Schlafmittel. Kann ich euch geben? Einen Moment. Er geht 2-3 Meter weiter und sucht da in ein paar Vorratsstapeln und gibt dir dann ein kleines Fläschchen. Danke. Ah, wo wir gerade dabei sind. Ich brauche Nachfüllen für Alchemiker. Was braucht ihr? Heiltränke, Kraftelixiere, Unverwundbarkeitselixiere, Willenstrunk, Schadenbeutel. Das ist alles aus. Also, das haben wir alles drüben. Alles wurde drüben benutzt. Heiltränke, Zaubertränke, wir haben nichts. Nicht gut. Dann müsst ihr wohl selbst welche machen. Ach so. Hier, wo ist denn mein Lehrer? Prahe, er sagte noch irgendwas von. Hier. Habt ihr schon eine Portion davon fertig? Von eurem Waffbalsam? Nein, das kocht noch. Er klopft auf diesen Kessel und holt dann aus dem weiteren Vorratsstapel eine etwa pflaumengroße Glaskugel heraus. Ziemlich zerbrechlich. Und im Inneren funkelt es goldrot. Hier, Bandstaub. Höchste Qualität. Ich nehme den mal an mich. Noch mehr Bandstaub. Lass es nicht zerbrechen. Wenn wir diesem Typen nicht einfach den Bandstaub in die Fresse hauen. Diesmal merken wir einfach mal unter Plan B wie Bandstaub. Würde ich passen. Ihr werdet eine kleine Weile ohne Magister Brahe auskommen müssen. Er hat einen Sonderauftrag. Dann, er schaut so zu seinen anderen Alchemisten, die da noch rumstehen und irgendwelche Sachen klein schneiden. Dann muss ich das alleine machen. Gut. Andregan. Deine Rotzustoffen mögen riesig erscheinen. Er wurde nicht ohne Grund für die Stelle ausgewählt. Ich krieg das schon hin. Danke. Ich leg mich hin. Ich entschuldige mich auch mal kurz. Ich muss auch noch was organisieren. Die Anstecker. Auf jeden Fall zu mitkommen? Ja, klar. Warum nicht? Ich hab eh nichts Besseres vor. Wo kauft man denn sowas? Ich wollte mal gucken, es gibt ja einige Schmiede, die ich ganz gerne lieber unterstützen will im Norden der Stadt, außerhalb des Wehrheimertors. So, und wollt ihr mich begleiten zum Zirkel der Freien Wissenschaften? Was genau habt ihr dort vor? Nun ja, vielleicht können wir einige Artefakte organisieren, einige Tränke. Wenn ihr Unterstützung benötigt, begleite ich euch. Ich wollte allerdings gleich in die magische Rüstung, wegen des fliegenden Teppiches. Ah, eine gute Idee. Vielleicht begleite ich euch zuerst dorthin.